Wecke dich, hörst du? Hey, du! Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier? Ich suche einen starken Trainer. Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Oh, also von Dieben habe ich noch nichts gehört generell, aber... Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Das ist sehr schön. Was willst du fürs Training haben? Ich habe gehört, was du für Edda getan hast. Ich trainiere dich umsonst. Moment mal. Was suchst du hier? Geh! What the fuck? Was suchst du hier? Geh! Das ist mir... Na bitte, geh doch! Ich hatte keine Ahnung, dass die Sache mit Edda irgendwelche positiven Effekte hätte. Und jetzt erfahre ich nach Jahren, nach 10 Jahren, dass man dadurch bei Karl umsonst Stärke trainieren kann. Karl, komm her. Bring mir Stärke bei. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden, heißt es, Mann. +5, +5, +5 und nochmal +5. Und jetzt haben wir 30 Stärke, 35 mit dem Gürtel, den wir tragen. Und jetzt können wir eigentlich anfangen, unsere ganzen Stärke-Boni zu nehmen. Genau. Stimmt, damit können wir jetzt anfangen. Dazu zählt, glaube ich, auch Erol. Der bringt uns einen Stärkepunkt bei. Gibt noch ein paar andere Quellen tatsächlich. Den Altar, also den Innos-Schrein, da hätte man auch 10 Stärke bekommen können. Aber leider nicht als Feuermagier. Mir fällt es gerade erst auf. Es macht keinen Unterschied, aber ich laufe ungern in geheimer Kleidung hier durch die Gegend. So. Und es ist jetzt 5 Uhr morgens, meine Freunde. Yay. 5 Uhr morgens. Das bedeutet, wir können zum guten, wie auch immer er heißt, Wulfgar. Wir können mit dem guten Wulfgar mal Bescheid sagen, dass wir so früh am Morgen schon zu ihm kommen. Und das findet er bestimmt total Avesome. Wulfgar, findest du es Avesome? So früh schon unterwegs? Für gewöhnlich bin ich um diese Zeit immer alleine. Aber da du schon mal hier bist, kannst du direkt was lernen. Also, pass auf. Manche Gegner kannst du austricksen, wenn du ihren Schlägen ausweichst und im richtigen Moment attackierst. Merk dir das für deinen nächsten Kampf. Yep. Und das war jetzt, glaube ich, genau, +2% Einhand. Die kann man sich kostenlos holen, wenn man früh genug bei Wulfgar ist. Ja, wo wir bei Stärkeboni schon mal sind, können wir auch direkt mal Koragons Spezial... Ach nee, Quatsch, Teklas Eintöpfe nehmen. Die bringen uns nämlich jemals Stärke +1. So, jetzt wo was erledigt wäre, möchte ich irgendwas als nächstes tun, aber ich weiß gar nicht mehr was. Ach, was war das jetzt gerade? Egal. Wir gehen Richtung Norden und farmen dort noch ein bisschen alles ab. Aber Marco, es ist doch voll langweilig. Ja, Leute, ich habe euch gewarnt. Mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Ach, wo wir jetzt schon hier sind, können wir eigentlich... Wie viel Geld haben wir denn? Ah, zu wenig. Dann machen wir es später. Wenn wir nochmal in der Stadt sind. Jetzt wird erstmal hier der obere Bereich abgesammelt und abgegrast. Hier hausen ja tatsächlich noch ein paar Dunkelpilze der Dunkelheit und Finsternis. Ja, so heißen die. Ich glaube sogar in dieser Höhle hier könnten noch welche sein. Oh ja, wo wir hier unseren ersten Ork besiegen mussten. Ich dachte gerade, ich hätte dort mitten am Höhleneingang eine Steintafel übersehen. Das wäre hammerhart. Ist hier eigentlich was? Das geht einfach nur da weiter, okay.
Dann in die Höhle. Yay. Marco voll verwirrt und so. Muss man schon zugeben. Und in der Höhle ein paar Fleischwanzileins natürlich. Tschüss. Fleischwanzen werden wir mittlerweile, glaube ich... Ah nee, wir brauchen mehr als einen Schlag. Manchmal, wenn wir nicht kritisch treffen. Aber wir haben eine 52%ige Chance, kritisch zu treffen, meine Freunde. Das darf man nicht verachten. Das ist alles andere als verachtenswert. So. Hier drin wollte ich jetzt nach einem Dunkelpilz suchen. Ich bezweifle aber stark, dass hier einer ist. Ja, hätte mich auch sehr gewundert. Okay, kein Dunkelpilz hier. Kein Dunkelpilz zu Hause, Menno. Menno. Das ist so doof. Fleischwanzenfleisch, ja, lohnt sich nicht. Weil ich denke nicht, dass wir, selbst wenn wir damit was anfangen können, mehr als 10 werden wir definitiv nicht brauchen. So. Und dann grasen wir den Weg nach da oben ab. Hier bei der Treppe unten waren wir eben. Heilwurzel erwartet uns. Wolf ist böse. Wolf, du bist böse. Benimm dich. Wird ja immer leichter. Ich bin übrigens am Überlegen und ich denke, wir werden Gregs Schatzsuche auch in diesem, in diesem Video hier machen. Denn Gregs Schatzsuche, wir waren noch gar nicht bei Niklas. Ah, ich bin so doof. Gregs Schatzsuche ist ja eigentlich auch nur, gehe zu Punkten und hol dir Zeug. Abgeben werden wir sie natürlich dann im richtigen Video, aber hier einsammeln können wir die Schätze auch hier drin. So, Butlerfleischlein, yay. Da unten waren wir schon, da sind ganz viele böse Waage, gegen die wir es noch nicht wagen können zu kämpfen. Haha, lol. Yay. Auf geht es zu Arkils Hof. Hier haben wir noch überhaupt nicht gefarmt, das heißt, hier dürften noch, ja genau, unendlich viele Dunkelpilze und vor allem auch Gegner auf uns warten. Auch bei dem Holzstamm dort. Voller fiese Holzstamm. Dunkelpilze, kommt in mein Inventar. Hier ist es warm und gemütlich. Hier seid ihr sicher. Und sicherlich so gut wie tot, wenn ihr dann in meinem Magen landet. Aber trotzdem, diese Wärme muss es euch wert sein. Die Taschen eines Feuermagiers sind immer heiß. Greif mal rein. Was? Nein, das ist mein Zauberstab. Ja. Ich habe doch ihr Blutfliegen gehört. Blutfliegen? Blutfliegen grassieren wieder über das Land. Und beenden sofort den Kampf. Keine Ahnung, was das jetzt war. Da in der Ecke liegt nichts, soweit ich das sehen kann. Yay! Lass mal voll über den Zaun springen und so. Boah, bin ich gut darin. Und jetzt hier, auf dieses Stroh. Wow, warum liegt denn hier Stroh rum? Nein! Ein Schaf! Tja, Leute, das passiert, wenn ihr euch nicht von mir töten lasst. Ihr werdet von jemand anderem getötet, ich sag's euch. Ihr wartet natürlich fast schon böse, ein Feldknöterich auf uns. Der große Ritter Knöterich. Knöterich und Knauserich. Die Ritterbrüder. Hallo. Ah ja, Keiler, da wollte ich ja den Bogen rausholen. Wobei es jetzt mit meinem Stärke, das ich trainiert habe, vermutlich keinen Unterschied mehr macht. Aber was soll's. Allein der alten Zeiten wegen. Wisst ihr noch damals? Damals, als ich immer noch den Bogen gegen böse Gesellen verwendete. Wow, das waren schöne Zeiten. Aber jetzt sind meine Videos alle scheiße. Mit dem verfickten Degen. Das fällt mir ein. So, hier an der Seite geht es hinunter. Lasst uns erstmal durch die endlosen Baumkronen marschieren.
Es wäre so lustig, wenn ich gleich herausfinde, ach so, hat gar nicht aufgenommen das alles. Ups, Aufnahme verkehrt, nochmal neu. 4 Stunden oder so. So, hier unten. Kann man hier an der Seite hoch? Kann man? Kann man das? Ja, kann das denn sein? Weil da oben ist ein Typ, den wollte ich eigentlich im optionalen Video zeigen. Der ist so unwichtig. Ah, ja, hier ist dieses kleine Tränke. Dieser kleine Tränkeort, außerdem 2 Ringe. Da werden wir gleich mal gucken, was das für welche sind. Und ein Kurzschwert der Miliz. Gravierter Ring, Ring der Eisenhaut. Ring der Kraft, Stärke Bonus 3. Ja, ich sag mal so, den Ring des Wassers müssen wir ja gerade gar nicht tragen. Flammenschutzring ist natürlich auch Schwachsinn. So. Ich glaube, die Art dieser Ringe hängt davon ab. Nee, das war ein anderer Ring, vergesst es. Es gibt so einen bestimmten Ring, was das für einer ist, hängt dann davon ab, welche Gilde man hat. Aber das hier war gildenunabhängig. Aber jetzt überlegt euch mal, dieses ganze Zeug gerade gefunden in diesem abgelegenen Scheißwinkel. Und Gothic 2, die Nacht des Raben, ist voll mit solchen abgelegenen Scheißwinkeln. Ich glaube, die heißen wissenschaftlich auch so. Ja, doof ist natürlich, da hoch komme ich jetzt nicht. Dabei wäre da oben was Interessantes. Obwohl, ich glaube, man kann außen rum. Naja, werden wir ja sehen. Yay! Hallo Feldräuberleins, mir fällt gerade auf. Ich kann ja eigentlich auch die Rüstung des Rings wieder anlegen. Spart mir ein paar Heiltränke. Ja, ihr seht schon. Wenn ich kritisch treffe, dann sind die eigentlich Geschichte. Noch krasser wäre es natürlich, wenn ich zweimal hintereinander kritisch treffe. Ist dann so Instant Death. Ich mag Instant Death. Aber nur bei meinen Gegnern. Und tschüss. So, Menge Schimpfkraut. Nicht so, zu plündern. Ich glaube, da hinten sind Goblin-Skelette. Niederes Skelett. Ja, will dagegen jetzt nicht so unbedingt kämpfen. Obwohl, wir können es ja mal probieren. Ich sag aber schon mal voraus, dass wir vermutlich sterben. Aber was soll's. Diese Expedition ist... Dieser Kampf ist zum Scheitern verurteilt. Das heißt, wir probieren. Niederer Skeletor, komm zu mir. Lass mich dich umarmen. Ich glaube, er wird uns umarmen und ich glaube... Ach so, ja, sind nur 5. sind nur 5000. Das packen wir. Um ehrlich zu sein, ich glaube, einzeln hätten wir die gepackt. Ja, gerade das Goblin-Skelett. Einzeln hätten wir das gepackt. Okay, werden wir versuchen, die einzeln zu uns zu locken. Okay, es sind schon mal nur 2. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter weglaufe, Rückspiegel. Gleich sollten sie aufhören. Okay, ich habe nur noch den Goblin, das Goblin. Ich werde nicht von einem Goblin-Skelett getötet. Stirb, Goblin-Skeletor! Goblin! Nee, das wird nichts, glaube ich. Oder? Wir könnten es packen. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir können gegen Goblin-Skelette ankommen. Das ist ja schon mal was. Aber trotzdem, das richtige Skelett da hinten will ich gar nicht mehr bekämpfen gerade. Aber die beiden Feldräuberleins können wir uns holen. Yay. Die so, oh nein, Marco kommt, lauf. Lauf einfach, lauf. Und Marco einfach so, haha. Auf Wiedersehen. Yep, das waren 2 kritische Treffer. Waage. Machen wir einen großen Bogen drumherum. Ja, das bringt nichts in die Richtung. Aber man muss schon sagen, da liegen Dunkelpilze.
Man muss schon sagen, wir sind weit gekommen. Heute so an sich, meine ich. Gut, nur ein Level up, aber schon um einiges stärker als vorher. Ich hätte am Ende dieses Videos gern 30 Lernpunkte übrig für die Sprachen, mit denen ich dann die Steintafeln lesen kann. Oh, hi. Tschüss. Ja, das war so nicht geplant. Wissen vielleicht einige von euch. Oh Mann, Skeletos. Oh, cool, Heilkraut. Oh, ah, Snapperkraut, ja. Ich wünschte, es gäbe einen Knopf, mit dem man das Zeug direkt essen könnte. Denn genau das Zeug hätte ich jetzt gebraucht. Das ist sozusagen genau die Scheiße, auf die ich jetzt Bock hätte. Okay, der ist weg. Yay. Heilen mit... Ich weiß nicht. Mit Heilpflanzen. Yay. Oh, meine Freunde, ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen. Das hier ist jetzt schon die längste Aufnahme, die ich mit Gothic 2 jemals an einem Stück gemacht habe. Und es wird jetzt erstmal für einige Zeit, für ein paar Jahre, nein, für ein paar, mehr als nur ein paar Sekunden, nicht damit aufhören. Naja, hier liegen auf jeden Fall noch Dunkelpilze, nicht zu verachten, ihr wisst ja, voll Mana und so. Das da ist die Höhle mit den beiden, mit den drei Banditen und Harkons Nachricht. Und da fragt sich Markolein natürlich, hat Markolein hier alles an Dunkelpilzen abgebaut? Und die Antwort auf eine solche Frage kann natürlich nur lauten, ja, hat er. Okay. Kann man so machen. An sich, was los hier? Seh mal nichts, okay. Seh mal nichts. Hallo? Okay, das Ork-Elite. Und da sind Zombies. Und da ist ein Varg. Und wenn du diese drei Gegnernamen hörst und weißt, dass alle auf einem Fleck stehen, dann weißt du, dass du dich vermutlich verlaufen hast. Dass du sehr wahrscheinlich nicht an diesem Ort sein wolltest. Niemals in deinem gesamten Leben. Zombies und ein Varg, das reicht schon. Aber dann siehst du auch noch Ork-Elite und denkst dir, ach du Scheiße. An welchem gottverlassenen Fleck Erde bin ich hier? Was ist los? Oh. Niederes Skelett, ist es allein? Ist es allein? Ist es allein? Ist es allein? Nee, ist es nicht. Boah, die machen mir das Leben zur Hölle, Leute. Ich würde ja meine Drachensnapper-Verwandlung benutzen, aber... Ihr wisst ja, die sind jetzt nicht so häufig. Ich würde die eher unter selten... Sag mal, wie lange wollt ihr mich mehr folgen? Ich würde die eher unter selten einordnen. Hallo? Okay, ich dachte schon, sie folgen mir jetzt bis zum Ende des Spiels. So Nemesis-mäßig. Ich bin deine Nemesis.